Herzlich willkommen zu Sport und Abenteuer. Mit diesem Video möchte ich euch kurz und prägnant über die wichtigsten Bewegungstipps zum Thema 7 Sportarten für Senioren fit im Alter informieren. Doch bevor wir starten, schaut einmal unterhalb des Videos unter www.sport-und-abenteuer.de, denn dort gibt es noch viele weitere wichtige Gesundheits- und Bewegungstipps. Und bevor wir mit dem ersten Tipp starten, sei noch eins gesagt, alle Sport- oder Bewegungstipps sind grundsätzlich immer gelenkschonend und ich kann meinen Schwierigkeitsgrad selbst dabei koordinieren und einstellen. Und ich starte mit Tipp Nummer 1, Nordic Walking, einer der Sportarten, die absolut im Trend liegen. Denn ich bewege damit nicht nur meine Füße und meine Beinmuskulatur, sondern auch noch meinen Oberkörper und das relativ rhythmisch und gesund und vor allen Dingen auch koordiniert. Weiterer Vorteil ist, ich kann an Steigungen die Stöcke nutzen, um mich ein Stück weit nach oben zu schieben. Ich kann aber auch die Stöcke nutzen bei einem Gefälle, um mich damit abzubremsen. Also es hat auch einen kleinen Sicherheitsaspekt oder Motivationsaspekt. Und das Schönste daran ist, ich kann es und brauche es auch nicht nur alleine machen. Ich kann es vor allen Dingen in einer Gruppe machen und dabei noch gemeinsam die Natur genießen. Sehr zu empfehlen. Tipp Nummer 2, das Schwimmen. Keiner der anderen Sportarten bewegt die Muskeln von oben bis unten so sehr wie das Schwimmen. Das heißt, die Beinmuskulatur, die Rückenmuskulatur, Front- oder Brustmuskulatur, Arm- und sogar Hals- und Nackenmuskulatur. Also nahezu alle Muskeln werden beim Schwimmen bewegt. Deswegen sagt man auch, Schwimmen ist eigentlich der Sport oder die Sportart, bei der fast alle Muskeln mit betätigt werden. Hier sollte man nur wirklich darauf achten, dass man genau sein Limit kennt, dass man weiß, wie viel schwimmt man, denn im Wasser unterschätzt man oftmals die Anstrengung und das merkt man erst, wenn man aus dem Wasser dann kommt. Außerdem ist es auch wichtig für ein gutes Herz-Kreislauf-System. Also dieses Schwimmen ist auf jeden Fall mit ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Tipp Nummer 3, das Radfahren. Ja, auch da kommt man schön an die Luft und in die frische Natur. Hier bewege ich natürlich in erster Linie meine Beinmuskulatur und das im Ausdauerbereich. Das ist auch wichtig. Also ich baue ein Stück weit Kondition auf und kann immer noch selbst bestimmen, wie lang und wie weit ich fahre. Also auch hier genau darauf achten. Radfahren macht übrigens nicht nur alleine, auch wieder in der Gruppe sehr viel Spaß. Vor allem, wenn das Wetter schön ist, kann man schöne Touren machen. Das macht den Kopf frei und tut dem Körper gut. Tipp Nummer 4, das Tanzen. Das ist natürlich ein klassischer Gesellschaftssport. Alleine tanzen wird manchmal ein bisschen langweilig, aber in der Gruppe macht es dafür umso mehr Spaß. Hier gehe ich vor allen Dingen in die Koordination meiner Füße rein, da ich meistens auch beim Tanzen kleinere Schritte ausübe. Und das hilft mir in der Gesamtkoordination, in der Gesamtführung, auch nochmal meiner Muskulatur. Und es macht natürlich gemeinsam am meisten Spaß, vor allen Dingen, wenn man auch viel lacht. Und wie sagt man so schön, ein gesunder Geist, ja, der ist auch für einen gesunden Körper meistens zuständig. Tipp Nummer 5, Gymnastik. Und hier geht es vor allen Dingen ums Dehnen. Auch das sollte man nicht vernachlässigen. Muskulatur, Aufbau, Kondition und der wichtige weitere Point ist natürlich die Dehnung. Denn das letzten Endes bringt meine Muskulatur auch in die richtige Form und in die richtige Spannung. Ja, man kann es teilweise auch vergleichen mit Aerobic, aber Gymnastik in guten Maßen, in vielleicht einmal pro Woche, ist unbedingt notwendig. Tipp Nummer 6, das Golfen. Auch das ist natürlich ein absoluter Trendsport. Es gibt natürlich nichts Schöneres, als übers Grün zu laufen, über den Rasen zu laufen und mit schwunghaften Bewegungen meinen Körper auch in Schwung zu halten. Golf muss allerdings ein Stück weit erlernt werden. Hier braucht man natürlich vielleicht eine Führung, einen Anfängerkurs. Aber auch sowas kann natürlich ein gewisses Hobby werden, womit ich eben viel Spaß habe, woran ich mich steigern kann und trotzdem viel, viel Bewegung am Ende habe. Und Tipp Nummer 7, das Krafttraining. Auch das sollte man nicht vernachlässigen, trotz aller Sportaktivitäten. Gezielter Muskelaufbau, da genau, wo ich es vielleicht auch noch benötige im Alter, beziehungsweise ich verhindere damit auch den Muskelabbau, der durch das Alter bedingt entsteht. Also auch hier nochmal genau darauf achten. Meistens empfiehlt sich hier auch nochmal eine Beratung in einem Fitnessstudio oder Sportstudio. Das nochmal so als kleiner Hinweis. Weitere Informationen gibt es unter www.sport-und-abenteuer.de. Ebenso auf unserem YouTube-Kanal unter Sport und Abenteuer. Einfach mal reinschauen, weiterschauen, abonnieren und sich weitere interessante Ratgeber-Videos anschauen. Und jetzt wünsche ich Ihnen und euch
eine gute Bewegung, viel Spaß beim Sport und bleiben Sie Ihr gesund. Wir hoffen, das heutige Video hat Ihnen gefallen. Zum Abonnieren des Kanals klicken Sie hier. Für weitere interessante Videos klicken Sie hier.